Leute, bekommst du bei ein paar Punkten gleich. Wir werden jetzt Hildren fangen. Red, you're safe. Wir sind hier gerade auf dem Silberberg. You should have known, said Lance. It takes more than a volcano to kill me. Komm. Das bin ich bei ich, ne? Ich rede auf einmal, setze Hildren. I'm sure it's the cause of the eruption. Who's there? I can see you, humans. That's strong fire. Grün, you need to stop Hildren before it causes another eruption, okay? Nebenbei, da bauen wir schon die richtige Musik. Jo, Level 75. Das Ding wieder wäre auf Level 40, frag mich nicht warum. Dass ich schneller bin, aber andererseits produzierst du schon relativ schnell. Ich denke nicht, dass Eruption killt. Ich glaube, das macht mehr Schaden, wenn der mehr KP hat. Wollen wir mal bauen? So, ist ein bisschen schwierig, das Ding zu schwächen halt, ne? Quadjusu will jetzt drauf gehen, ich wollte ihn aber sowieso nicht wirklich in dem Kampf benutzen. Versuch den jetzt noch mit Metagross zu schwächen. Ja, okay, solange ich mit Quadjusu noch überlebe, kann ich ja noch mit Quadjusu angreifen, ne? Cool wäre jetzt nicht angreift, aber ich glaube schon, dass er angreift. Ja, Heatwave. Das macht fixen Schaden. Ich brauche halt jetzt irgendwas, was schon so wenig Schaden macht wie. Ich könnte Bikini einsetzen. Ja doch, Bikini ist Psychokinese. Ist nicht sehr effektiv. Ja, okay, das ist gut. Ja, Firespin ist mir jetzt gerade relativ egal. So, jetzt erstmal Safe State und Bälle werfen. Ich habe jetzt nicht vor, den Meisterball einzusetzen gegen Hildren. Eruption. Der Heatwave macht nicht mehr so viel Schaden mit Eruption. Das ist sehr gut. Jo. By the way, mit Erdbeben habe ich überhaupt nicht gerechnet bei dem Ding. Verspannen. So, Hyperbälle. Okay. Eigentlich wollte ich, wobei Leute, ich sehe auf dem das Problem ist, es ist schon 3-2 Uhr und ich habe noch Bock, Fairy Tail später zu schauen, ne? Mit Sword Art Online bin ich mittlerweile durch. Freue mich schon auf, die lokalisierte dritte Staffel und auf Staffel 4. Wirkt ja alles recht nah beieinander. So August und Oktober.
Im Oktober startet halt auch Season 4 von My Hero Academia, freue ich mich auch schon drauf. Das sind bisher die zwei Animes, die ich gesehen habe dieses Jahr. Dieses Griff ist mir halt Fairy Tail vor, etwas längerer Anime mit 9 Staffeln. Aber hey, so kurz mit 3 kann man doch auch noch so einen längeren holen, der auch noch irgendwie 50 Folgen pro Staffel hat, ne? Das sind halt leider nur, ich glaube, die ersten 150 Folgen oder so, oder 125 Folgen lokalisiert bisher, aber ich denke, dass die nächsten auch noch Folgen werden. Ich habe 2 oder 3 Folgen gesehen, gefällt mir bisher sehr. Ja. Hier drin, wenn du Lust hast, können wir nach der Aufnahme zusammen ein bisschen Fairy Tail schauen, wenn du ein Fan davon bist. Nö, okay. Als ob das so viel Schaden macht, ne? Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was bringt, macht denn da so viel Schaden? Ja, die Hitzewelle, die macht gefühlt mehr als Erdbeben. Komm, Heatran, bitte. Du bist doch mein Bro. Ich werf nach diesem Ball werfe ich noch 5 Stück. Da dachte ich mal, ist aber okay. Keine Ahnung, ob er doch Fairy Tail mit mir schauen will oder so, aber er ist drin. Heatran. Ich habe das Gefühl, so Heatran ist eines der eher irrelevanten Legendaries. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich habe ihn. Thanks, I'm going to stick around here for now. Maybe we can battle soon. Das werden wir doch machen, keine Sorge, für Groudon. I knew it was a good plan to bring you along, Grün. No, it's fine, just a little burn. You better head back to Goldenrod. And take care of yourself, Grün. Ha. Huh. Ich find's cool, dass er hier redet. Thanks for coming with me. I'm sure no Red will be fine. I've talked to the conductor. He'll let you visit Mount Silver whenever you want, at least until the train starts running. I better head home. Don't worry about me, I'll be fine. Take care, Grün. Ja klar. Um einen Cheater wie dich mache ich mir sowieso keine Sorgen. Aber jetzt geht's erstmal zu 3 Legis, die ein bisschen länger dauern werden. Ich glaube, ich werde auch schneiden und mir für diese ein paar Meisterbälle kaufen. Und zwar geht's ums Regi-Trio. Regi Rock, Regi Steel und Regi Eis und um Regi Gigas. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bei in Gemini Village. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt in Gemini Village. Wir müssen jetzt hier zum Mount Stratos. Wir waren ja schon in der Nähe, um Mew zu holen. Ich glaube, wir sind sogar an dem Ort vorbeigegangen, wo. Wir waren schon in der Hauptstory dort, wo Dings war, ne? Wie viele Puddle-Repel habe ich? Max-Repel habe ich noch? Okay, 3, 12. Jetzt. Muss ich bald wieder kaufen, ne? Ich glaube, wir sind hier schon lang gezurft, irgendwann bei der Hauptstory. Und haben schon den Ort für die Regis gefunden. Ich glaube, hier, das habe ich auch schon erwähnt beim letzten Mal. Ich habe gerade Enton rausgetan, oder? Bis gleich. Oh mein Gott, was ein Wunder. Jetzt kann ich auf einmal Waterfall einsetzen. Naja, ich bin schnell Enton holen gegangen und habe Schweibers rausgetan. Cool Nugget. Wenn ich verkaufen hätte, ich nicht nur einen Münzensheet eingesetzt, damit ich hier Meisterbälle kaufen kann. So, jetzt können wir selbst entscheiden, welchen Regen wir zuerst machen. Ne? Oben, links oder rechts.
Und dann wird sie, wenn alle drei besiegt oder gefangen sind oder was weiß ich, wird in der Mitte eine Tür erscheinen zu Regi Gigas. Ich sage, wir beginnen mit Regi Eis. Ja, doch, beginnen wir mit Quad Use 2. Die haben die Regi-Musik, was ja klar ist. We're presenting the Ice Age. It is I, Regi Ice. Prepare to face the Master of Ice. Das Problem ist halt, dass die sind nur Level 40. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie viel Surfer machen wird. Okay, der Schaden ist gut. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Wie viel sieht es jetzt mit Bounce aus? Ernsthaft. Ja, ich glaube, das liegt am eher schlechteren Spezialangriff. Aber trotzdem. Kann irgendwer anders auch ein bisschen was machen? Was hast du so für Attacken? Obwohl, ne, wir werden Sondersensor machen. Jetzt auf einmal im Roten, okay. Dann werden wir es so beibehalten, weil eigentlich wollte ich jetzt auf Enton gehen, ne? Schöner Leck. Na, ich hab jetzt auch 30 Timerbälle gekauft. So, komm, Regieis. Wir wollen schnell hinter uns bringen, oder? Anscheinend nicht. Anscheinend will Regieis den kompletten Part am liebsten füllen. Der Kraftkoloss. Alter, macht wenig Schaden. Vielleicht auch dran, dass ich ein, zwei Level höher bin, aber. Regieis, bitte bleib. Ich bin froh, dass da kein Geisttyp ist, Alter. Okay, jetzt ist der Angriff wieder hergestellt. Ich glaube, Defense war Nahkampf, ne? Bitte bleib drin, Regieis. Was? Scheiß. Regieis, bleib drin. Ich liebe es, dass die Pokémon hier nur Schade stehen, Alter. Nur eine Fangquote von 3 haben. Bitte, ich will keinen Meisterball verwenden, Regieis. Ganz ehrlich, ich könnte das Level so viel schneller beenden, wenn ich jetzt jedes Pokémon nur noch mit dem Meisterball fange.
Will ich aber nicht. Das wäre irgendwie langweilig. Das EP will ich auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Weil ich hätte zwar auch wieder Bock auf Fire Emblem Heroes. Wo ich glaube, dass da nicht so viel hinzugekommen ist. Neues in den 2 Monaten. Bald 3, in denen wir uns mit dem Spiel aufhalten. Ne? Aber komm schon, Regis, bitte. Tu's für mich. Bitte. Ich hätte auch einfach mal Rodis hier aufnehmen können, aber ich wollte unbedingt Fairy Tail schauen, deswegen nehme ich extra für euch Glazed auf. Ne, muss ich dann irgendwie schauen, dass ich jetzt am 20. ne? So wie ich bin jetzt mittlerweile am Ende meiner Ferien. Dass ich dann noch Mario Odyssey für denselben Tag noch aufnehme, Alter. Bitte bleib für Regieis. Ist hier was, ich werde den Ball, den Meisterball werfen. So viel Bock auf sowas habe ich jetzt nicht. Nice. Gotcha, Regieis was caught. Sagen wir, gehen direkt zum nächsten weiter, ne? Zwar jetzt müssten noch Reggie Rock und Reggie Steel kommen. Ich denke, hier ist Reggie Steel, oder? Ja. Ich denke, Metagross. Ich würde erst mal Coduster heilen. Registeel, representing Siren Age, it is I, Registeel, prepare to face the Master of Iron. Okay, der zweite von 3. Wie viel macht der Meteor Smash? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich glaube, es ist nicht sehr effektiv, weil es ist eine 100er Stärkeattacke von Metagross. Okay, macht gar nicht so viel zu meiner Überraschung. Ich habe gerade den Safe State zum falschen Punkt gesetzt, lol. Ich habe halt Angst vor dem Crit, deswegen werde ich jetzt mal Safe Staten. Für den Fall der Fälle, dass es killt. Selbst jetzt sind schon was Geiles. Und als ob das nicht in den roten Bereich geht. Alter, den hätte ich jetzt nicht gebraucht, den Deckboost. Okay, der hat auch Kraftkoloss. Muss ich so versuchen. Welche ist die bitte? Ja, im Ball. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich Timerbell gekauft habe, wo ich sowieso nach einer bestimmten Zeit Meisterball einsetze. Und ich will wenigstens einen von euch nicht einen Meisterball fangen müssen. Wie gesagt, ich könnte direkt Meisterball werfen, ohne euch zu schwächen. Habe mich dagegen entschieden. Bei Slamefender. Hätte ich gleich alle Legis in einem Part machen können, oder in 2 oder 3. Nein, ich glaube, das ist der 4. oder 5. schon.
Das macht mir Spaß, muss ich zugeben, ne? Ich glaube, als nächstes werde ich mich entweder für Trakobalm Viridium oder für Groudon Kyogre Rayquaza informieren. Bei Trakobalm Viridium wäre es dann so, dass wir sogar alle Legends aus der 5. Generation haben. Wisst ihr was? Ich habe nach 2 Minuten schon keinen Bock mehr. Ich sagte zwar, ich will mal Zeit lassen, aber ich will, dass ich nicht rushen will, aber meine Geduld, die ist irgendwie immer kürzer und kürzer bei diesen Legis. Meist aber los. Registry was called. Ja, zum Glück sind die Regis alle beieinander. Das finde ich irgendwie cool. Stimmt, ich weiß schon, wie ich Vespertobus und Selfie bekomme. Das könnten wir im nächsten Part machen. Da Regigas. Was wir dem nicht schon in diesem Part fangen werden, weil meine Geduld am Ende ist. Wenn ich 2 Parts am Tag aufnehme, dann ist meine Geduld irgendwann am Ende. Representing the Stone Age. It is I, Regirock. Prepare to face the Master of Stone. Sacred Fire. Weh, du brennst. So, wie viel würde die Psychic machen? Ich schätze, dass bei vollen Kapiteln mehr Sinn gemacht, die Psychokinese zu machen. Nein, nicht kämpfen. Ich werde jetzt Pokébälle werfen. Ding ist halt, ich komme nicht weiter runter. Was ein KP angeht. Jo, der bleibt ja drin. Ich glaube, das war der erste Ball, Digga. Okay, dann werden wir in dem Part noch Legias fangen. Alter, 5 Legis in einem Part, Digga. Ja, stimmt, hier kommt jetzt Enter. Ich werde jetzt kurz schneiden für die Musik, ne? Der kann nämlich sein eigenes Film nicht haben. Vor allen Dingen hat er selber wie Hiltren. Also bis gleich. So, ich bin schon mal nach vorne gelaufen. You faced the golems I created with my own hands and defeated them, but will you manage the same with their master? We shall see now. Ne? Ich finde schade, dass er nicht dasselbe Film hat wie die Regis. Oder eine andere Version davon. Eins, das sich so ähnlich anhört, aber nicht so ganz wie das Theme. Nach Regigigas, da bin ich froh, dass er jetzt noch nicht in seiner Rage-Form ist. Ich glaube, ihr wisst alle, von welcher Form ich rede. Die er nach 5 Runden, glaube ich, bekommt. Mit richtig krassem Angriff. Flamethrower. Ja, warum killt der Scheiß? Ich sag mal, können wir Sacred Fire Burn haben, bitte?
So. Die Gigas wird schwer, Alter. Psybeam. Komm, Rigigas, bitte. Ja, ganz ehrlich, finde ich es interessant, dass derjenige, der die Rigis erschaffen hat, erst eine Generation nach ihnen in die Spiele kommt, ne? Ich finde es irgendwie cool. Ist nur ein bisschen scheiße, dass man die Regis aus Rubin, Saphir, Smaragd, Diamant und Perl übertragen muss, damit man sich Rigigigas fangen kann. Ne? Obwohl, ne, ich glaube, man kann die Regis auch Diamant Perl fangen, aber wie ist richtig widerlich, Alter. Man muss nämlich Rubin, Saphir oder Smaragd in einem GBA-Slot auf dem DS reinhaben. Und parallel Diamant und Perl spielen. Anders kriegt man die drei Regis in Diamant und Perl nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, welches Team sie haben. Ich meine, das ist Rubin und Saphir. Ja, schade, wenn nicht. Ich finde das schon ein bisschen behindert. Sind sehr behindert. War noch nicht mal ein deutscher Satz, aber egal. So, Attack und Defense. Okay, also war Nahkampf mit Attack und Special Attack. Hyperball und bitte Rigigas, damit ich den Part beenden kann. Ich will doch nur Fairy Tail schauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem Part sehe Rigigas, ne? Ernsthaft nicht. Dann mach den Kampf auch nicht so nervig, bitte. Na, ob er schon seit voll Angriff hat, aber ich glaube schon. Komm, ich lasse ihm noch 5 Bälle. Wenn er in denen nicht drin bleibt, setze ich Meisterwahl ein. Nein, nicht mein Silkscar. Wir haben ihn noch mal benutzt. Ich glaube, für normale Attacken habe ich überhaupt noch welche auf Lockerzocker. Ah, noch 4 Bälle. Bisher gab es nur einen, der kooperiert hat, der Regis. Nummer 2. Noch 3. So langsam jetzt brenzlig, Regigigas. Komm, Heatwind war doch auch kooperativ, genauso wie Regirock. So, nachdem hier sind es noch 2 Regigigas. Ich will gerade die Musik pausieren, Alter. 2! Überlegst dir gut, ob du mit dem Meisterball gefangen werden willst oder mit dem Hyperball. Noch einer. Okay, Meisterball. Und sowieso am Ende des Parts, also das ist super getanzt vom Timing her, ne? Ich hab gesagt, 3 Meisterbälle so, dass wir jetzt, falls mir selbst wenn es betrug ist, auf den Sack gehen, ich einfach die 3 Meisterbälle auf die 3 verwenden.
So, Rigigigas, haben wir den letzten Golem auch. Er hat die drei Regis aus Eis, Gestein und Magma gemacht. Keine Ahnung, wie es mit. Ich glaube, das war Reggie Steel, der aus Magma gemacht wurde. Auf jeden Fall, das war's für den Part. Im nächsten Part holen wir uns selbst bei Tobots. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Leute, tschüss.